aber ich glaube, Politikerinnen und Politiker sind wir eigentlich alle, die wir hier im Saal sitzen, egal welche Funktion wir haben. Und ich hoffe, dass wir viele Menschen bewegen, Politik mit uns zu machen und zu gestalten. Das vielleicht erstmal zu der Begrüßung, die Isa jetzt hier gemacht hat. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste. Ich bin auf dem Weg zum Emir. Dies soll nach der Mailbox von Bild-Zeitungs-Chefredakteur Diekmann die ersten Worte in, wie er sagt, emotionaler Erregung des Bundespräsidenten Wulff am 12. Dezember 2011 gewesen sein. Seither wird versucht herauszubekommen, ob die Erregung durch den Schnäppchenkredit hervorgezaubert wurde oder in Erwartung des Empfangs beim Emir. Und ausgerechnet die Bild-Zeitung versucht, wie wir alle lesen und hören können, sich in diesem Zusammenhang als Hüterin der Demokratie und der Pressefreiheit darzustellen. Während dieses Thema die Medienlandschaft dominiert, sich die Empfängerinnen dieser Nachrichten fragen, wozu und wem dient dieses Spektakel eigentlich, wird in eben diesen Dezembertagen auch der aktuelle Armutsbericht veröffentlicht. Demnach leben in der BRD 14,5% der Bevölkerung mit weniger als 60% des Durchschnittseinkommens und nach Ansicht des Hauptgeschäftsführers des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider hat sich seit 5 Jahren in dieser Quote wenig verändert. Obwohl, das sagt er, das Bruttoinlandsprodukt von minus 4,7% 2009 auf plus 3,6% in 2010 gestiegen ist. Schneider stellt dazu weiter fest, Arbeitsmarkterfolge wurden erkauft durch den Niedriglohnsektor. Dabei geht er jedoch noch nicht einmal darauf ein, dass viele derer, die in Armut leben, sich selbst nur mit prekärer Beschäftigung und Zweit- oder Drittjobs über Wasser halten können und das Märchen von Tausend und einer Nacht, in der man sich mal eben auf dem Weg zum Emir befinden könnte, schon lange für diese Menschen ausgeträumt ist. Auch günstigste Kreditangebote sind für sie unerreichbar, weil die für Arme nämlich gar nicht gelten. Welche Gegensätze in diesem Land? Das Sprichwort, und jetzt versuche ich es auf Platt, der Düvel schickt immer auf den größten Hoken, trifft also noch zu. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und das gilt nicht nur für die Bevölkerung der Länder, sondern ebenso für die Entwicklung der unterschiedlichen Länder untereinander. Wer nichts hat, bleibt draußen, wer alles verspielt hat, ebenfalls. Oder aber es wird der wirtschaftliche und politische Druck erhöht, was zur Folge hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Die Profiteure in Europa sind bislang noch Deutschland und Frankreich. Merkel und Sarkozy setzen alles daran, dass es so bleibt. Die Profiteure der Krise insgesamt sind diejenigen, die bei Banken und Versicherungen in den großen Konzernen die Wirtschaft und darüber letztlich auch die Politik lenken. Insofern könnte die Lektion Wulff so manchem die Augen öffnen, nämlich über die offensichtlich vorhandene Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik. Aus Sicht der Regierenden war es nur gut, wenn kurz vor Weihnachten die Fragen zur Krise, zum Euro und der Verantwortung der Regierenden hierzu nicht so im Vordergrund waren, sondern die Moral eines Bundespräsidenten aufs Tablet geführt wurde. Aber auch das hat System, in diesem System die Bevölkerung in dieser Form zumindest abzulenken von den wirklichen Problemen, sie für einige Wochen in den Hintergrund treten zu lassen. Krise, Demokratieabbau, die Aktivitäten und Morden der Faschisten, Krieg und Frieden, gleiche Rechte, Frauenrechte, Arbeitslosigkeit, Bildung und Ausbildung und andere Fragen schien es nicht zu geben, beziehungsweise wurden nur am Rande erwähnt. Nicht zuletzt die Frage, mit der das Jahr 2011 begann, wo bitte geht's zum Sozialismus, spielte zumindest in den bürgerlichen Medien ohnehin seit Wochen, ja seit Monaten überhaupt keine Rolle mehr. Dass es von der Mehrheit der Parteien in diesem Land kein Interesse gab und gibt, die Debatte über ein anderes Gesellschaftssystem, noch dazu den Sozialismus zu führen, liegt auf der Hand. Aber wie sieht es denn mit uns aus? Wir sind die, die die Welt verändern wollen. Also, was können wir dazu tun, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen? Wir sollten, denke ich, nicht nur weiter und intensiver darüber reden,
sondern müssen vor allen Dingen die Frage stellen, in welcher Welt leben wir, wie schätzen wir dieses kapitalistische System ein, welche Analyse haben wir bezüglich der aktuellen Krise, welche Schritte sind wichtig, um nicht nur allein Widerstand dagegen zu entwickeln, sondern vor allen Dingen auch Alternativen aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang ist dann auch über die Zukunftsinteressen zu reden, die das Leben, aber auch über die Fragen, die das Leben und die Arbeit kurzfristig und möglichst sofort verbessern, und auch die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Sie haben für den Kampf um die Zukunft einen wichtigen Stellenwert, ganz besonders für eine kommunistische Partei. Denn wir kämpfen für den Sozialismus, wir kämpfen für den Kommunismus. Der Weg dahin ist von Kämpfen und Auseinandersetzungen, von Diskussionen, vom Entwickeln und Verwerfen von Ideen gekennzeichnet. Der Weg muss sich nach der jeweiligen Zeit, den jeweiligen Bedingungen und auch den regionalen Begebenheiten richten. Heute kommt es darauf an, viele Menschen zu gewinnen, die gemeinsam mit uns und mit anderen aktiv werden und sich gegen die Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung wehren. Meinungen zu diskutieren, sich gemeinsam Wissen über den Charakter dieser Krise anzueignen und dann Protest organisieren, das ist es, was heute auf unserer Agenda stehen muss. Die Entwicklung zeigt, dass unsere Einschätzung in der politischen Resolution des 19. Parteitags richtig ist, in der es heißt, bei der aktuellen Krise handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Übergangs- oder große Krise. Dies aber würde bedeuten, dass grundlegendere Umbrüche in den gesellschaftlichen Verhältnissen, den Formen der Produktion, der Machtausübung des Kapitals, im Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, im internationalen Kräfteverhältnis und so weiter zu erwarten sind. Die gegenwärtige Krise ist jedoch nicht das Ende des Kapitalismus. Sie könnte sich als Übergangskrise zu einer neuen Entwicklungsetappe des Kapitalismus erweisen. Sie könnte aber auch die Suche nach einem demokratischen Ausweg beschleunigen. Zitat Ende aus unserer politischen Resolution. Das, liebe Genossinnen und Genossen, heißt doch, Alternativen müssen entwickelt werden und diese müssen bekannt gemacht werden. Dafür müssen wir Mitstreiterinnen gewinnen, um gegen die Macht der Finanzmärkte wie Banken und Versicherungen und so weiter eine organisierte Initiative, die regional, national und europaweit Aktionen durchführt, um dieser Macht der Finanzmärkte Einhalt zu gebieten, gemeinsam mit den Regierenden, die das durchsetzen. Das kann der Anfang weiteren Widerstands über Ländergrenzen hinweg und gegen den gemeinsamen Gegner sein. Dazu sollten wir alle Möglichkeiten nutzen. In unseren Gewerkschaften sollten wir für eine breitere und bessere Unterstützung solcher europaweiter Aktionen des Europäischen Gewerkschaftsbundes einstehen. Die Zusammenarbeit der kommunistischen und Arbeiterparteien müssen gestärkt werden. Das von uns immer wieder besprochene und angesprochene Netzwerk sollte gebildet werden. Initiativen der Europäischen Linkspartei sind zu unterstützen. Die EL wird zum Beispiel im Frühjahr eine Konferenz durchführen, zu der alle Kräfte eingeladen sind aus Europa, die gegen die neoliberale Politik aktiv sind, um dann von dort aus gemeinsame Aktionen zu beraten. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, es kommt darauf an, wie wir agieren. Wir stellen es zunehmend fest, dass die Herrschenden auf reaktionäre Lösungen setzen. Demokratieabbau und gleichzeitig den rechten bis faschistischen Kräften damit in die Hände spielen, das erleben wir in großem Ausmaß. Der Ausbau des gläsernen Bürgers und der Bürgerin, des Überwachungsstaats geht einher mit Panikmache vor Bedrohung und Bedrohungsszenarien. Nach den jahrelang mit Hilfe des Verfassungsschutzes mordenden Faschisten, des sogenannten Zwickauer Trios, die natürlich mehr sind als drei Personen, wird uns noch erzählt, wie wichtig dieser Verfassungsschutz doch sei zur Wahrung der bürgerlichen Demokratie. Dabei macht doch schon der Ursprung dieser Abteilung des Innenministers klar, es kann sich bei einer Einrichtung, die auf den Wurzeln des faschistischen Staates aufgebaut wurde, nicht um Demokratie handeln. Wir fordern,
fordern das sofortige Ende des Einsatzes von Verbindungsleuten in politischen Strukturen und die Auflösung des Verfassungsschutzes. Im Kampf gegen Faschisten fordern wir das Verbot und die Auflösung der NPD und anderer faschistischer Organisationen. Wir werden auch in Zukunft mit allen antifaschistischen Menschen gemeinsam unseren Forderungen Nachdruck verleihen. In Veranstaltungen, Kundgebungen, Aktionen und Demonstrationen werden wir aktiv. Es kommt darauf an, die Menschen aus den Regionen und Orten einzubeziehen in unsere Proteste, die in vielen Formen bis hin zu denen des zivilen Ungehorsams stattfinden. Ob im Februar in Dresden, wo ich denke, wir viel wieder dabei sind von uns, oder aber auch fast täglich in vielen anderen Orten, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Dass sich kämpfen lohnt oder aber notwendig ist und es sich deshalb lohnt, weil es notwendig ist und die Gesellschaft verändern kann, je nachdem, zeigen aber auch internationale Beispiele. Vor einem Jahr haben die Aufstände der Bevölkerung in den nordafrikanischen Ländern für soziale und demokratische Rechte stattgefunden. Das Beispiel der Besetzung der Plätze wurde dann auch in Europa weitergeführt. Noch heute gibt es in vielen Städten bei uns die Occupy-Bewegung, die unter anderem mit Zeltstädten vor Einrichtungen der Finanzwelt Diskussionen gegen die Macht der Banken und Konzerne mit Bevölkerung und Interessierten führt. In Griechenland wird seit Monaten gegen die Sparmaßnahmen der Regierung demonstriert. Hier vergeht fast keine Woche ohne einen Streik. Die Lasten der Krise werden überall der Bevölkerung auferlegt. Auch in anderen Ländern, wie unter anderem Italien, Portugal, Spanien, in vielen osteuropäischen Ländern sind die Auswirkungen der Krise spürbarer als momentan noch bei uns in Mitteleuropa. Doch die Zerstörung der sozialen Sicherungssysteme, die Zunahme der prekären Beschäftigung, der Abbau von demokratischen und Arbeiterrechten nimmt zu. Das stärkt die sogenannte Ellenbogengesellschaft, in der die vermeintlich Starken durchkommen. Alte gegen Junge, Männer gegen Frauen, Gesunde gegen Kranke. Auf diesem Boden gedeihen dann rechte, rassistische und faschistische Ideologien, ziehen diese Parteien, wie zum Beispiel in Finnland und Ungarn, mit Mehrheiten in Parlamente ein. Gleichzeitig nimmt der Antikommunismus inzwischen schon in ganz Europa auch durch Gesetze und Maßnahmen, wie zum Beispiel das Verbot von Symbolen wie dem roten Stern in Polen zu. In Tschechien wird von der Regierung gerade wieder versucht, ein Verbot der kommunistischen Partei Böhmen und Mährens vorzubereiten. In anderen Ländern nimmt die Repression ganz besonders gegen Linke und gegen Kommunistinnen und Kommunisten zu. Ich denke, es kommt darauf an, auch dagegen unsere Solidarität stärker zu entwickeln und zu demonstrieren. Es bedeutet für uns, die Menschen zu mobilisieren und bereits gegen erste Anzeichen bei uns in unserem Land von Einschränkung der Meinungsfreiheit und staatlichem Druck unserem Widerstand entgegenzuhalten. Internationale Solidarität wird von uns geübt, wenn wir im März Veranstaltungen und Aktionen zur Freilassung der 5 in Amerika inhaftierten Kubaner durchführen. Wir leisten sie die internationale Solidarität mit den Veranstaltungen zu Palästina im April. Wir stehen solidarisch an der Seite der Bevölkerung, die um ihre sozialen und demokratischen Rechte kämpfen, mit den Staaten, die für ihre Unabhängigkeit eintreten, die antikapitalistische Gesellschaften aufbauen. Wir wollen Frieden. Das bedeutet, dass wir ein Ende der imperialistischen Kriege fordern. Sofortiges Ende des Krieges in Afghanistan, Bundeswehrabzug sofort. Die Kriegsdrohungen gegen Syrien und Iran sind sofort einzustellen.
Die Bombardierungen der kurdischen Bevölkerung durch die türkische Armee sind sofort zu beenden. Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, morgen werden wir gemeinsam demonstrieren auf dem Weg zu Karl und Rosa und zu den anderen Genossinnen und Genossen. Wir werden dies tun mit der Erinnerung an die politische Arbeit, ihren Kampf und ihre Ziele. Wir werden es aber mit unseren historischen Erfahrungen, mit den Kämpfen, die gemacht wurden, aber auch mit den heute vor uns liegenden Aufgaben verbinden. Rosa Luxemburg hat damals die Frage gestellt, ich verkürze das, Sozialismus oder Barbarei. Für die Antwort, die das Überleben der Menschheit sichern kann, dafür müssen wir aktiv werden. Ich wünsche uns allen ein kämpferisches, erfolgreiches Jahr 2012.